Hallo miteinander. Ich darf euch heute recht herzlich begrüßen hier in unserer Blühfläche hier bei Tirschendeuth. Diese haben wir zusammen mit unseren Paten angelegt. Nun, eine gewisse Größe von unseren Pflanzen haben wir erreicht, trotz der Trockenheit. Aber wir haben auch schon früher ein bisschen was aufgenommen für euch. Das zeigen wir euch natürlich auch dazu. So, das haben wir an unserer zweiten Blühfläche, wo wir dieses Jahr komplett aus vom Feld her angelegt haben. Und wenn man das sieht mittlerweile, jetzt kommen die ersten Sachen schon. Da ist zum Beispiel ein Fasilia dabei, ein Senf, da kommen Sonnenblumen und da unten ist noch ganz klein, das sind die ganzen verschiedenen Blumensamen. Die brauchen ein bisschen länger, aber es läuft alles schon recht schön auf. Jetzt im Moment haben wir hier die Fasilia noch etwas im Blau. Vor kurzem war es richtig violett, unsere ganze Fläche. Dann haben wir noch die Sonnenblumen, die jetzt als nächstes zu blühen beginnen. Da unten ist auch Inkanaklee drinnen. Wir haben natürlich dieses Jahr hier genauso das Problem, die ganze Trockenheit. Es sind sehr viele, ja, vor allem unten Kleearten, sind zwar klein da, aber die könnten viel größer sein, wenn wir genügend Wasser hätten. Aber nichtsdestotrotz, wenn man hier in der Fläche ist und mal die Ohren ein bisschen aufmacht, es ist faszinierend, was hier alles an Lebewesen unterwegs ist. Wenn euch unsere Videos gefallen, drückt einfach mal da unten auf Gefällt mir oder natürlich auch aufs Abo. Wie ihr seht, es sind einige Paten ja bei uns mit dabei. Es ist nur ein Teil auf unserer Tafel mit drauf, wie nur wer die Namen nehmen wollte. Aber wir sind eigentlich unheimlich stolz darauf, dass wir eigentlich so viele Menschen mit bewegen konnten, eben gemeinsam mit uns hier etwas für den Artenschutz zu unternehmen. Denn natürlich können wir Landwirte das nicht alleine, das geht einfach nicht. Wir haben jetzt diese Woche, dass das Artenschutzgesetz verabschiedet wurde mit dem Begleitprogramm. Was daraus wird, wollen wir mal schauen. Wenn alle mithelfen, dann denke ich, können wir schon was erreichen. Aber nur wir alleine können es natürlich nicht. Wir sind jetzt hier bei uns direkt am Hof, ist dieses Jahr auf dem Feld Mais und natürlich auch außenrum ein Blühstreifen mit den verschiedensten Früchten. Wie man hier hinten sieht, das große Dach, das ist unser Kuhstall. Und dann wünsche ich euch noch auch einen guten Schluck. Eiskaffee ist immer lecker. Noch eine kleine Info für die Flaschen von unseren Milchshakes. Diese gebt ihr bitte in den gelben Sack, denn wir bezahlen dafür, dass die dann auch recycelt werden müssen. Vielen Dank! Jetzt sind wir hier an einem kleinen Streifen neben unserem Maisfeld. Davon haben wir dieses Jahr rund 2 Kilometer angelegt. Und dann ist auch noch ein Streifen mit 0,4 Hektar, der auch mit unseren Paten oder die daran beteiligt sind. Wir würden das natürlich nächstes Jahr auch gerne wieder weiterführen, denn das Ganze ist gemeinsam einfach ein Projekt, das auch Spaß macht. Aber wir brauchen dazu natürlich eure Unterstützung. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag noch und wir hoffen dann vielleicht von euch auch Reaktionen zu hören. Thank you.